Jo, meine lieben Freunde, heute begrüße ich euch wieder mal zu einem neuen Infovideo auf meinem Kanal zum Trainsim World 4. Danke, dass ihr auf jeden Fall wieder mit dabei seid und ja, bei diesem Video eingeschaltet habt. Wir sind heute tatsächlich auf einem eigenen Szenario unterwegs und zwar auf der Strecke Lindau Blue Dance im Intercity Express. Diese Strecke, die habe ich euch auch bereitgestellt im Szenario Club, beziehungsweise ja, im Content Creator Club. Schaut gerne einfach mal in die Beschreibung rein und dann könnt ihr diese Strecke auch einfach mal selber fahren. Ja, außerdem möchte ich verkünden, dass ich eine kleine Umfrage zum Trainsim World 4 rausgehauen habe und zwar genauer gesagt, ist es eher so eine Umfrage zum Szenario-Editor. Da könnt ihr gerne mal abstimmen bzw. einfach in die Kommentare reinschreiben, was ihr euch für Funktionen etc. wünscht, die es noch nicht gibt. Weil ich wünsche mir da tatsächlich einige, um nochmal ein viel besseres Szenario zu erstellen. Und ja, ob der IC, also der Intercity Express auf der Vorarlberg-Strecke sinnvoll ist bzw. realistisch ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht, aber ich persönlich fand es halt einfach geil, auf dieser Strecke einen Intercity Express zu haben. Schreibt mir doch gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare rein. Aber jetzt würde ich sagen, starten wir endlich mit dem eigentlichen Videothema. So, dann starten wir mal. Und wir haben eine Neuigkeit, die werdet ihr wahrscheinlich auch schon kennen, weil die schon ein paar andere Leute rausgehauen haben. Und zwar soll ja die neue deutsche Strecke kommen und dabei soll es sich anscheinend um die Maintalbahn handeln von Aschaffenburg nach Miltenberg in der Siemens Seosoro Classic. Ob ich die jetzt richtig ausgesprochen habe, sei mal dahingestellt. Mit dabei sind dann auf jeden Fall noch die Baureihe 642 sowie die Baureihe 663. Wenn ihr dann bereits die Niddertalbahn besitzt, dann sollt ihr auch die Baureihe 628 auf der Strecke als KI-Verkehr sehen, mit elektronischen Zügen natürlich nur. Die Strecke findet im Westfranken ihren Platz und ist 40 Kilometer lang. Und natürlich alles relativ modern dargestellt. Das heißt, alles auf den TSV 4 Standards. Selbstverständlich könnt ihr, wenn ihr wollt, dann die Strecke noch mit anderen Zügen im Szenario-Editor fahren lassen. Also beziehungsweise halt ja die Strecke im Szenario-Editor nochmal editieren und dann halt eben andere Züge hinzufügen. Andere Loks hinzufügen, Bahnhöfe ausfallen lassen etc. Und ich habe da auch schon so eine wunderschöne Idee für ein Szenario. Ja, aber da würde ich sagen, schauen wir dann einfach erstmal, bis die Strecke dann überhaupt rausgekommen ist. Und ich schätze persönlich, die Strecke wird dann wieder so um die 35 Euro kosten. Ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr euch auf die Strecke freut und was ihr denkt, wie viel diese Strecke kosten wird. Dann sollen ja im ersten Quartal, also in den ersten drei Monaten noch Verbesserungen wie der neue Regeneffekt und auch das Überfahren von Weichen gemacht werden. Ich schätze mal, dass dann beim Überfahren der Weichen es Erschütterungen geben sollen, die im Führerstand spürbar bzw. hörbar werden. Und das finde ich sehr cool. Also macht schon einiges am Realismus irgendwie daher. Des Weiteren haben wir ja dann die Strecke Maintalbahn. Da hatten wir ja in der Dresden-Chemnitz-Version bzw. DLC konnten wir ja schon mal nach Aschaffenburg fahren. Genauso wie in der Strecke Main-Spessartbahn, glaube ich, war das. Und ja, diesmal geht es halt dann eben in den Westen nach Miltenberg. Ja, wie gesagt, schreibt mir einfach gerne mal eure Kommentare dazu in die eure Meinung dazu in die Kommentare, so rum.
Ja, natürlich sollen dann auch noch ein paar andere Neuigkeiten oder Neuerungen dazukommen, wie zum Beispiel noch eine englische Strecke von Just Trains von Preston nach Blackpool und Armstrong. Ja, ich persönlich habe mir aber jetzt nur die deutsche Strecke so extrem rausgesucht, weil ich schätze mal so im deutschsprachigen Raum von uns wird auch hauptsächlich so die Maintalbahn am interessantesten sein. Dann sollen anscheinend noch der Formation Designer kommen, um eigene Szenarien komplett zu erstellen und natürlich auch Zugverbände zu nutzen, auch im Fahrplanmodus. Vielleicht können wir ja dann mal richtige Szenarien in den Editor mit reinbauen, wie zum Beispiel, keine Ahnung, Sturmschäden, Einsätze oder ähnliches, würde ich mich auf jeden Fall sehr darüber freuen, weil das ist auch so eine Funktion im Szenario-Editor, die ich mir sehr wünsche. Dann soll es natürlich noch Verbesserungen für die Federungen geben. Das heißt, glaube ich, also ich habe es jetzt so im Kopf, dass ja der Zug fährt zum Beispiel nach links, dann federt er sich auch eben dementsprechend noch besser ein in die Kurve sozusagen. Ja. Ich denke, ihr wisst, was ich damit meine. Dann soll natürlich beim nächsten Update auch noch der neue Fahrplan für die Strecke Köln-Aachen kommen. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Bin ich gespannt, was das dann für ein Fahrplan werden soll. Dann soll der Creators Club auf der Xbox geupdatet werden. Da gibt es anscheinend ein paar Probleme irgendwie. Welche Probleme es da jetzt genau gibt, kann ich euch nicht sagen, weil ich keine Xbox habe. Ich will auch keine. Dann soll das haptische Feedback verbessert werden. Dann das Sammeln auf der Vorarlbergstrecke. Da soll es anscheinend auch irgendwie Probleme geben mit Sammelobjekten auf der Vorarlbergstrecke. Dann soll der Freeroam-Modus geupdatet werden. Der crasht anscheinend bei mehreren Leuten irgendwie. Kann ich euch aber ehrlich gesagt auch nicht viel dazu sagen, weil den Freeroam-Modus nutze ich persönlich jetzt nicht so viel. Und wenn ich ihn dann genutzt habe, dann crasht er bei mir aber ehrlich gesagt nicht. Könnte vielleicht einfach so ein Konsolenproblem sein. Dann bekommt die Azuma einen neuen Motorsound. Und der Fotomodus soll auch geändert werden. Da soll es dann irgendwie Wettbewerbe geben, beziehungsweise es soll möglich werden, an Wettbewerben teilzunehmen. Dann noch eine kleine Information am Wegerande. Und zwar ist mir zu Ohren gekommen, dass der Talent 1 ein neues Sound-Update bekommen soll. Also anscheinend hat DTG jetzt das Soundmodul im Kasten. Da bin ich sehr gespannt, aber wann das dann kommt, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Bin ich auf jeden Fall gespannt, wann und wie sich das dann anhört. Und dann noch ein paar Verbesserungen im PC-Editor. Dazu kann ich aber nicht besonders viel sagen, weil ich den noch nicht nutze, weil ich mich da auch nicht auskenne. Ich denke, da wird es dann ein paar andere YouTube-Tutorials geben, wo euch erklärt wird, wie der PC-Editor funktioniert. Einfach mal in der Suchfunktion dann reingucken. Ja, ich würde sagen, das war's dann fürs Erste wieder. Und wie gesagt, die Sachen poste ich euch dann, so gut es geht, in der Videobeschreibung unten rein. Somit sehen wir uns beim nächsten Mal. Bleibt gesund, haut's rein. Danke fürs Zuschauen und ciao, ciao.